Ja, Hanno, schön, dass wir sprechen können zu unserem Espresso, ein Espresso mit Hanno. Und ich habe natürlich auch überlegt, mit was verbinde ich dich als Berater, als Lehrtrainer, und mir ist das Thema Transformation eingefallen. Du bist einer der ersten gewesen, dem ich mit diesem Thema begegnet bin, vor vielen Jahren. Und zwar sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf der Ebene von Organisationen, Gesellschaft. Und das ist ja auch das, was du hier in die Curricula trägst, als Lehrtrainer. Findest du dich in dieser Charakterisierung? Ist das eines deiner Themen? Ja, sehr. Und auch mit großer Freude, weil als ich mit diesen Themen an den Start gegangen bin, vor ungefähr 10 Jahren, hat keine Sau danach gepfiffen, ne? Also es waren wirklich schwierige Jahre, mich zu etablieren mit Transformationsansätzen und dann auch dem Thema kollegiale Führung. Inzwischen ist das alles sehr marktgängig, Gott sei Dank, ne? Aber am Anfang war es schwer. Deswegen ist viel Freude dabei, wenn du das so sagst. Was macht denn für dich diese Entwicklung von Menschen und Organisationen aus? Einmal auch aus deiner Beraterrolle, aber auch hier am ISB als Lehrtrainer? Das eine ist eine Steuerung aus unterschiedlichen Perspektiven, ne? Wenn ich einen Transformationsprozess mitgestalte, dann ist es zum einen die Frage, wie kriege ich eigentlich einen Prozess gebaut, der Container zulässt, in denen Menschen sich entwickeln können. Und zwar jede und jeder für sich, aber eben auch gemeinsam, ne? Weil am Schluss brauchst du ja eine gemeinsame Entwicklungsidee, gemeinsame Haltung, gemeinsame Werte, um als Organisation in eine Richtung laufen zu können und Zukünfte schaffen zu können, die gut sind. Das braucht Raum und der will sorgsam kuratiert sein. Und das ist dann letztlich die zweite Perspektive, dass ich ja in der Arbeit mit den Menschen, mit den Gruppen, aber dann auch in Coachings, in Einzelkonstellationen versuche, Impulse zu geben, die genau diese Entwicklung ermöglichen. Und da ist mein Ziel eigentlich immer aufs Wesentliche zu kommen. Also eben wegzugehen von wir wollen und sagen alle das Gleiche und hin zur wesentlichen Bewegung, zur wesentlichen Kraft. Und ich glaube schon auch, dass das am Schluss das ist, was mich hier als Lehrtrainer leitet. Also Impulse zu geben, die wirklich die Perspektive verändern und an entscheidender Stelle auch die Gefühle, die Resonanzen zurückzuspiegeln, die ich mit Blick auf die einzelnen Teilnehmenden habe. Jetzt könnten wir da natürlich ganz tief eintauchen, da hätte ich große Lust zu, machen wir dann auch mal in unserem Podcast. Ich würde es gerne nochmal so ein bisschen beispielhaft auch nochmal aufgreifen. Was ist denn für dich, jetzt, da haben wir viel auch drüber gesprochen, der Unterschied zwischen einem Veränderungsprozess und einem Transformationsprozess? Und vielleicht hast du da nochmal ein Beispiel, wo sich das besonders in deiner Arbeit ausdrückt. Ja, ich habe heute Morgen gerade mit einer Gruppe darüber gesprochen. Ich bin insofern voll im Flow und ihr müsst mich unterbrechen, wenn ich zu lange spreche. Okay. Aber am Schluss sind Transformationsprozesse in der Veränderungstiefe und im Veränderungsgrad deutlich größer als Change-Prozesse. Ne? Und ich nutze oft das Bild eines Rahmens. Ein Transformationsprozess kümmert sich um die Veränderung der Rahmenbedingungen und hat somit wirklich manifeste Auswirkungen auf das gesamte System und alle im System, während Change-Prozesse nur Einzelteile betreffen können und eher das Bild im bestehenden Rahmen verändern. Das heißt nicht, und das ist mir super wichtig, dass Change-Prozesse weniger wert sind oder weniger wichtig wären. Die haben ihren Platz und das ganze Change-Repertoire, was wir entwickelt haben und was sich auch bewährt hat, hat, glaube ich, weiter seine Bedeutung. Mir ist trotzdem wichtig, dass wir unterscheiden, weil sich jeweils unterschiedliche Prozesse und auch unterschiedliche Prozesssteuerungen anschließen. Ja. Was ist denn das, was du denkst, was die Menschen, die Teilnehmenden ganz besonders von Hanno kriegen, wenn sie dich als Lehrtrainer erleben? Was ist so das Spezielle in den Bausteinen mit den Themen, aber auch natürlich auch von dir als Person, als Persönlichkeit? Die zwei Themen, mit denen ich hier bin, sind ja zum einen das Transformationsthema und dann zum zweiten schon das Thema Selbstorganisation, ne? Und wie kann man Verantwortung und Führung anders verteilen und organisieren, als es bislang der Fall ist. Und was ich versuche, ist, dass wir diese Themen lösen vom Trendhaften und wirklich gucken, was sind denn die grundsätzlichen Makroverschiebungen, die dahinter stehen und die aus meiner Sicht daraus Themen machen, die uns in den nächsten 10, 20 Jahren verfolgen werden, und zwar in steigender Intensität. Und mit Blick auf meinen Stil, meinen Genius habe ich mal definiert als wesentlichen Worte geben. Und ich versuche wirklich Wesentlichkeit reinzubringen in den Prozess, den wir gemeinsam in den Gruppen haben. Und mich da auch sehr stark zu zeigen mit der kurvenreichen Geschichte meiner letzten Jahre. Ja. Direkt das passende Stichwort. Was waren denn deine Lernwege? Wie kann man sie beschreiben? Wie kannst du sie beschreiben? Wie bist du diesen Schwerpunkt gekommen, zu deinen Themen gekommen? Kannst du da so zwei, drei Meilensteine, besondere Momente vielleicht rausgreifen? Gerne, ja. Zum einen mein beruflicher Einstieg im politischen Raum. Da habe ich kulturell jahrelang einen Albtraum erlebt in allen Organisationen, in denen ich damals unterwegs gewesen bin.
Und das hat für mich das Interesse gelegt, ne? Wie kann man denn Kulturen kultivieren, Kulturen gemeinsam erzeugen, die am Schluss nicht nur gut sind für die Menschen in der Organisation, sondern auch für die Wirksamkeit der Organisation. Das war sicher eine erste ganz prägende Lernerfahrung, die mich auch zum ISB gebracht hat. Und das Zweite mit Blick auf meinen persönlichen Transformationsweg, würde ich schon sagen, mein Weg als schwuler Mann und ins schwule Leben, was überhaupt kein leichter Gang war, ne, der bei mir an vielen Stellen auch die Sensibilität nochmal geschärft hat, wie schwer es manchmal ist, Muster und Ängste und Verhaltensweisen umzuprägen, die einem vielleicht nicht gut tun, aber die ja trotzdem da sind, ne? Da habe ich sehr viel Respekt und Demut vor den Veränderungswegen der Menschen, mit denen ich unterwegs bin. Ja, auch daher. Was gibst du den jüngeren Kolleginnen und Kollegen Ich mit? musste gerade lachen, weil ich bin jetzt 40 und wenn du sagst, die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, fühle ich mich schrecklich alt. Aber ich bin ein mittelalter Mann, ja, also insofern ist die Frage berechtigt. Na, zum einen versuche ich, die zu stärken, ne? Dass sie aus ihrem Wesen heraus, aus ihrer Wertehaltung heraus am besten dann wirksam sein können, wenn sie wirklich in der Integrität heraus steuern und unterwegs sind. Und das Zweite, tatsächlich Mut zum Grundsätzlichen, also weggehen von so macht man das und so muss man das und hin zu, was sind denn vielleicht noch andere Optionen und worum geht es denn im Wesentlichen, ne? Egal in welchen Trendwellen wir gerade unterwegs sind, worum geht es mir im Kern? Da versuche ich wirklich den Blick für zu schärfen und zu sagen, geh deinen Weg. Ne? Das mag manchmal schwer sein, habe ich auch so erlebt, aber ich glaube, nach hinten raus zahlt sich's aus. Ja? Jetzt noch den Blick nach vorne. Wo stehen wir in 10 Jahren mit unserer Profession? Ja, also ich glaube, es wird uns weiter brauchen. Es wird einen ganz grundsätzlichen Bedarf geben für Veränderungen mit Blick auf tiefgreifende, strukturelle, transformative Veränderungen, alleine bedingt durch die Veränderungen in unserer Außenwelt. Und aus meiner Sicht sind wir in 10 Jahren massiv mit dem Thema Regeneration und Nachhaltigkeit beschäftigt, mit Blick auf die Frage, wie kriegen wir das in die Geschäftsmodelle und Prozesse so eingewoben, dass wir es nicht nur sagen, ne, wir sind es, sondern dass wir es wirklich sind. Und das hat massive Wechselwirkungen mit dem Thema Kultur und Zusammenarbeit. Also da denke ich, gibt es ein großes Betätigungsfeld, wo ich persönlich mich auch darauf freue, das miterleben zu dürfen. Ne? Schön, vielen Dank, Dir, Ivano. ja.